Hallo und grüß euch bei mir im Studio. Ich bin der Daniel und heute gibt es wieder eine Pickerfolge. Richtig cool. Ihr wisst es, das große Paket packe ich aus, wenn ich 300 Abonnenten habe. Aber die kleinen, die packen wir heute aus. Dazu hätte ich aber noch eine riesen Bitte an euch. Bitte abonniert meinen Kanal und lasst einen Daumen hoch da. Für euch ist es nur ein kleiner Klick, für mich ist es ein riesen Support. Und somit hätte ich gesagt, fangen wir gleich an, starten wir einen 5-Minuten-Timer, ihr abonniert den Kanal. Und die packt schon mal aus. Gut. Dann fangen wir an. Leider weiß ich die Preise nicht mehr. In dem Paket sind jetzt 3 Spiele drin. Die habe ich jetzt von 3 verschiedenen Personen gekriegt. Und ich weiß leider nicht mehr, was genau was kostet. Gut. Aber ich zeige es euch trotzdem. Und zwar, das erste Spiel, was ich mal gekauft habe, das ist das Spiel Segarelli und hat damals gekostet 859 Schilling. So, genau, mal sehen wir die Rückseite. Sehr schön. Segarelli kennen natürlich viele Leute. Ich kenne Segarelli vom Dreamcast, das habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Ich nehme an, dass es ein Saturn A-Class ist. Da fällt mir gerade auf, das Spiel löst sich auf. Okay, macht nichts dafür. Ist die Beschreibung in einem sehr, sehr guten Zustand. Das gefällt mir gut. Und die CD, ja, die hat schon mal bessere Tage gesehen. Genauso wie die Hülle. Ich habe fast gedacht, wenn die Hülle schon so ausschaut, mich wundert nur, dass die Beschreibung in so einem schönen Zustand ist. Aber gut. So, dann legen wir es wieder zusammen. Also hinstellen probiere ich jetzt gar nicht. Dreamcast, also Sega Saturn Spiele stehen sowieso nicht gut. Legen wir es gleich mal her. Dann, das nächste Spiel, ist das Spiel Tomb Raider. Sehr gut. Ich meine, das kennen natürlich die meisten Leute von euch. Willkommen bei mir daheim. Lass uns einen kleinen Rundgang machen. Bin gespannt, wie sie das spielen lässt. Das ist eigentlich nur ein Spiel für meine Sammlung jetzt. Das Spiel habe ich natürlich am PC damals durchgezockt. Auf der Playstation habe ich auch einmal gezockt. Ja, Beschreibung geht vom Zustand her. CD ist in erstaunlich guten Zustand, weil da ist nämlich das Case dafür innen drin gebrochen. Aber Tomb Raider geht auf jeden Fall in der Sega Saturn Sammlung, so mit Hobbys. Und das Spiel lässt sich anscheinend sehr, sehr gut steuern mit dem Sega Saturn 3D Controller. Den 3D-Stick. Und jetzt richtig cool, da weiß ich glaube ich am Preis, ich glaube für das habe ich 35 Euro gezahlt. Das ist das Spiel Street Racer. Street Racer kennen wahrscheinlich schon ein paar Leute, ist so ähnlich, ja, ich sage jetzt mal vorsichtig, wie am Super Nintendo Mario Kart. Richtig lässiges Rennspiel, wo man sich gegenseitig ein bisschen was am Kopf werfen kann. Und was richtiges Highlight ist bei dem Spiel, das Spiel kann bis zu 8 Spieler gleichzeitig spielen auf dem Splitscreen. Zeige ich das mal, schauen wir mal, ob das die Kamera einfangen kann. Man sieht das da. Und ich denke mir jetzt, wenn ich da früher einen Röhrenfernseher gehabt habe, so 50 oder 60 cm Diagonale, und habe dann da 8 so Fenster gehabt, da hat praktisch jeder einen kleinen Gameboy vor sich gehabt, wahrscheinlich bis zur Nasenspitze noch vorne rucken müssen, dass er das dann schön sieht und hat dann gegeneinander spielen können. Also wie gesagt, das spielen wir sehr, sehr schwierig vor, aber zu viert möchte ich es auf jeden Fall mal probieren. Schauen wir mal, ob ich das vielleicht da aufnehme. Gut, das waren die ersten 3 Spiele und ich glaube, die sind eigentlich schon ganz gut, vor allem Street Racer ist mein Highlight da in dem Fall. Und in dem Paket, das ist sehr, sehr schön verpackt. Das habe ich von einer Person gekauft. Boah, sehr, sehr schön verpackt. Da muss ich sagen, da waren die Spiele ein bisschen teurer, kann es euch leider nicht mehr genauso vom Preis her. Aber ich glaube, da war ich schon auf knapp 100 Euro. Also da. Aber ihr werdet jetzt gleich sehen, welche Spiele es sind. Und zwar. Die Spiel am Sega Saturn WrestleMania, der Arcade Game. Der Arcade Game habe ich auch für einen Sega Mega Drive
Und ich glaube auf dem Super Nintendo hat es auch gegeben. Und ich selber habe es ja früher immer am PC gespielt. Es ist WrestleMania, der Arcade-Game, eigentlich finde ich eines für die besten Wrestling-Spiele überhaupt. Denn das Besondere bei dem ist, dass man, ich zeige euch das, vielleicht sieht man das mit dem Doink. Genau, das heißt, da war ein bisschen so ein wenig Arcade und ein wenig so ein Spaßfaktor dabei, wo halt mit verschiedene Gegenständen dann sich um sich werfen, genau, aber ein bisschen auf lustigen, ich hätte fast gesagt, Comic-Stil ein bisschen, aber damals natürlich auch mit sehr, sehr schönen Charakteren, also die Charaktere waren fast, jetzt gesagt, Fotos, fotorealistisches Spiel. Ja, für damals ist sehr, sehr cool. Also richtig cooles Wrestling. Kann ich nur jedem empfehlen. Hat immer Spaß gemacht, mit dem Sega Saturn genauso viel Spaß machen. Und was ich auch am PC früher gehabt habe, was ich mir jetzt für den Sega Saturn gegönnt habe, das ist Iron Man XO Manowar in Heavy Metal Style. Dieser Jump-Man-Spiel. Sieht man sehr gut, jawohl. Schauen wir mal, das sind. Und das Coole war, wenn man das Spiel vom PC in CD-Player gelegt hat, dann hat man sich den Soundtrack auch in China, Heavy Metal, und der war richtig cool bei dem Spiel. Der hat mir echt taugt. Also ich habe das Spiel, glaube ich, nie durchgezockt. Schon lange gezockt, aber ich glaube, ich habe das Handtrick besser gefallen wie ja, das Spiel ist in einem. Boah, die CD ist eigentlich sehr, sehr schön vom Zustand her. Genauso wie die Beschreibung. Also da kann man mal nicht meckern. Das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Gut, das nächste Spiel ist das Spiel Virtua Fighter. Virtua Fighter ist ein bekanntes Prügelspiel. Ja, sieht man glaube ich gut. Das ist natürlich Wahnsinn, aber ich habe das früher auf dem PC gehabt. Und die Beschreibung dazu war relativ dick, sehr gut. Schaut man sich an. Na gut. Und die CD war auch in einem ganz, ganz guten Zustand. Das ist eigentlich ganz cool. Mit direkt nur in die Beschreibung schauen, ob man leichter das ersägt. Ja, genau. Da ist sogar die Liste drin, wie man die Attacken, die Moves ausführt. Richtig cool. Na was? Das zu dem Spiel. Und dann habe ich noch das letzte Spiel und zwar auch wieder ein schönes Prügelspiel. Battle Arena to Shinden Remix. Remix kenne ich nicht, aber Battle Arena to Shinden habe ich auf dem PC gehabt. ja. Beschreibung. In einem guten Zustand, gefällt mir. CD auch in einem guten Zustand. Genauso wie die Hülle. Also in dem Fall bin ich sehr, sehr zufrieden. Das gefällt mir gut. Wenn alle Spiele so ausschauen würden, dann wäre ich gescheit begeistert. Gut. Das war es jetzt eigentlich schon wieder von meinem Unboxing. Und ich möchte sagen, ich habe schon sehr, sehr viele Sega Saturn-Spiele. Also wenn ich eine Sammlung anfange, dann relativ schnell und viel. Okay, dann hätte ich nur gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, hallo und grüß euch bei mir im Studio. Ich bin der Dal und heute wird wieder gezockt. Und vergesst nicht, abonnieren und einen Daumen hoch zu lassen. Danke, pfiat euch, bis zum nächsten Mal.